Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk. Ja, wie immer sehr gerne und ich freue mich, dass er auch wieder für uns heute die Zeit gefunden hat mit Dirk Hilger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich natürlich ebenfalls, dass Sie heute live dabei sind, denn das Webinar, ja, ist ja für Sie gedacht und lebt davon, dass Sie aktiv mitmachen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, in der Chat-Funktion entsprechend Ihre Frage zum Stereo Trader zu stellen, reinzukopieren. Und Dirk wird natürlich alles versuchen, diese Frage zu beantworten. Und wenn Sie vorab immer Fragen per E-Mail schicken, dann leiten wir das natürlich weiter. So für heute haben wir auch eine E-Mail erhalten. Bevor ich aber den Bildschirm an den Dirk übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn es sehr technisch sein wird wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Hinweis. Gut, dann lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und ja, ich bin wie immer im Hintergrund. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar mit meiner Wenigkeit und dem Nelson von FX Flat. So, der Nelson hat es ja schon gesagt, das hier ist ein interaktives Webinar. Das heißt, wir versuchen auf eure Fragen so gut wie es geht einzugehen. Und Nelson, du hast ja gerade schon gesagt, du hast irgendwas per Mail schon bekommen. Gut, also die Frage Nummer 1: Wann werden für den FESX die S-Stereo-Trader-Profildaten korrigiert? Der FESX tickt seit 4 Wochen mit 0,5 Punkten. Ja, ich weiß, das ist momentan leider so ein bisschen Ärgernis, was das halt angeht, weil das war beim letzten Mal ja auch schon so. Da muss ich leider dann auf das nächste Update verweisen. Dort wird dann auch eine Möglichkeit drin sein, dass man das quasi ohne eine Neuinstallation oder ohne Update vom StereoTrader dann halt auch aktualisieren kann. Von daher momentan leider nicht zufriedenstellend zu beantworten. So, was haben wir noch? Muss hier mal die Kamera ausmachen, weil ich irgendwie so Kopf hier so weit wegdrehen muss. Das Runden der DECFD-Kurse auf ganze Punkte führt im StereoTrader zu absurden Bid-Ask-Anzeiten mit 0 Punkten Spread. Mal nie gesehen. Ich sehe hier zwar gerade eine Anzeige, also habe ich tatsächlich noch nie erlebt, also dass das halt irgendwie so aussieht. Von daher wundert mich das gerade. Also vor allen Dingen von der Rundung kann es ja fast nicht kommen, weil das wird ja mit der Tick-Size gerundet, weil da hat, also grundsätzlich ist es so, ne, das sagt jemand irgendwie, die Rundung auf ganze Punkte ist ja im Dow Jones nichts anderes, deswegen mache ich den hier mal aus, auf, was habe ich hier für lustige Farben. Das ist ja nichts anderes, ne? Also dieser Spread. Und da passiert ja nichts anderes, als dass mit der tatsächlichen Tick-Size gerundet wird. Und von daher frage ich mich halt selber, wie das überhaupt funktionieren kann. Also hier ist zwar jetzt ein Bild dabei, das kann ich nur leider nicht zeigen. Dann müsste ich hier meinen ganzen E-Mail-Account zeigen, wo dann eben zweimal, also einmal Bid und Ask irgendwie gleich ist. Aber generell ist es ja auch das, was hier angezeigt wird, ne? Also hier diese zwei Striche. Und die laufen im DAX ja ganz genauso. Von daher ist es mir erstmal ein totales Rätsel. Zumal der DAX ja auch so oder so ja inzwischen ja auch auf einen Punkt ja halt auch eingestellt ist, ne? Beziehungsweise von der Eurex kommt er ja auch mit einem Punkt Spread sowieso daher. Daher finde ich das ein bisschen schräg, also wie das dann halt irgendwie sein kann, dass sich das so darstellt. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige welche
die Frage gestellt hat, hier ist. Vielleicht gibt es da irgendwie noch ein paar Zusatzinfos dazu, die wir halt hier irgendwo verwenden können. Dann bitte gerne her damit. Jetzt geht's. Nächster Punkt ist um. Es ist so ein bisschen hakelig heute, ne? Ist natürlich ein bisschen doof, weil man halt irgendwie die Fragen halt nicht sieht, beziehungsweise natürlich dann hier jetzt alles so ein bisschen aus der Retorte da von meiner Seite da reinkommt. Also, jemand schreibt, ich würde immer wieder betonen, es sei keine gute Idee, Charts als MetaTrader-Vorlagen zu speichern, wenn man den StereoTrader verwendet. So, was machen die heute eigentlich mit dem Markt? Die Frage ist dann, ist schon öfters passiert, dass ich sämtliche Zeichenobjekte in einem Chart versehentlich gelöscht habe. Vor allen Dingen deswegen, weil ich per Shift-Klick alle Zeichenobjekte ausgewählt haben muss. Und dann mal kurz die Delete-Taste gedrückt. Ja. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also ich meine, wenn man alles selektiert und Delete drückt, sind sie halt weg. Ich weiß nicht, ob du die Frage auf dem Schirm hast, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Also er schreibt ja hier, ne, dass man ja halt eben mit Shift-Click irgendwie, wenn ich halt hier Zeichen da ein Objekt, da eins und da eins. So, und dann halt mit, jetzt muss ich nochmal gucken, ich bin hier in der Beta, da kann sein, dass alles ein bisschen anders ist. So, wenn ich die alle selektiere, wie ich es gerade gemacht habe, mit Shift-Klick hier auf Benutzer und dann halt entfernen drücke, sind die halt weg. Das ist auch richtig so. Von daher kann ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, die Frage zielt ab. Ich versuche das einfach mal kurz zusammenzufassen, dass derjenige eben diese Information hat, dass du sagst, man soll die MT-Vorlagen mit StereoTrader nicht abspeichern, und er jetzt einfach eine Alternative sucht, damit seine Analysen und seine Objekte nicht aus Versehen verschwenden können oder er die Arbeit nicht verliert. Ja, also was ich meine, dann deine Alternative wäre. Ja, also man kann ja, ich sag mal so, ich sag halt immer, das Problem ist, wenn man das halt eben macht, das halt kann halt einfach passieren, dass der StereoTrader anschließend Probleme hat mit dem Laden. So, das kann halt sein, ja. Und wenn aber jetzt jemand Vorlagen speichert, ne, also über diesen Weg, dann entsprechend einfach, wo ist das überhaupt? Ich nutze das nämlich Templates, Save Template und so weiter, ne? Wenn das funktioniert ohne Probleme, dann machen, ne? Also dann nicht dran stören. Ich sage halt nur, wenn aber jemand irgendwie ständig Probleme irgendwie mit dem Chart hat oder so, dann kann es halt daran liegen. Also ich selbst arbeite zum Beispiel nur mit Profilen. Also das heißt hier oben über Profile, dort sind halt einfach so verschiedene halt drin, die ich dann halt eben verwende. Und im Endeffekt ist es halt auch nichts anderes als Vorlagen, ne? Also sieht man ja hier, das geht dann eben über den Weg. So. Und da wird es halt auch alles geladen und funktioniert eigentlich auch total stressfrei. Also gut, jetzt habe ich natürlich ein bisschen andere Rechnerpower hier vermutlich als viele. Und von daher taucht es dann vielleicht nicht auf. Und deswegen sage ich halt, wenn aber jemand irgendwie grundsätzlich so ein bisschen Ladehemmungen hat, ich muss mal hier den anderen StereoTrader aufmachen. Ja, die Beta, die ist noch nicht so wirklich dafür geeignet. Wenn aber damit jemand halt so seine Probleme hat, und dann sollte er dann halt darauf verzichten. So, das ist halt alles, was ich dazu sagen kann, ne? Weil generell, klar, ich meine, es ist natürlich doof, wenn man halt irgendwie alles löscht, aber man kann ja auch grundsätzlich Backups machen, ne? Also das heißt, dann über Vorlage speichern, dann kann man ja auch zur Not dann halt nochmal drauf zurückkommen. Es geht ja auch, ne? Und daher würde ich da jetzt mich nicht zu sehr dran aufhalten. Okay, ich will die gleichen Objekte parallel in mehreren Charts verschiedene Zeit eben darstellen, ohne alles auf den Chart neu einzuzeichnen. Wie geht das ohne MT-Vorlagen? Nee, fällt mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht ein, weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie in
einen Indikator gibt oder so, der sowas halt macht. Und dass man das halt eben auf mehreren Charts gleichzeitig hat. Ich meine, es geht natürlich mit dem Live-Chart, klar, aber das ist ja halt momentan jetzt nicht für irgendwie Eigennutzung oder so halt verfügbar. Von daher, weil das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier eine Vorlage speichere, so und mache dann einen zweiten Chart auf und dann versucht der sich nämlich gleich schon wieder als aktiver Chart dann halt zu platzieren. Also wie gesagt, ich würde es im Zweifelsfalle probieren mit den Vorlagen, aber Copy and Paste geht nicht, oder? Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Geht sowas? Also wenn man als Beispiel. Hier ist die Ergänzung von Timo, dass es das Add-on gibt, Easy Copy. Easy Copy. Okay. Und damit kann man das realisieren. Ja, dann von wem ist das? Hat mir Timo da was dazu geschrieben? Er sagt von ihm. Ach, von ihm ist das. Ja, gut. Also, der Timo sollte ja einfach sowieso die ganzen Webinare machen. Das bringt doch alles nichts mehr mit mir hier. Also, Easy Copy von Timo löst das Problem wohl, beziehungsweise kann das. Sollte man, ist dann vielleicht eh klüger als mit Vorlagen zu hantieren. Alright, so, das war dann die Mail, ne? Sonst steht da jetzt nämlich nichts weiter drin. Dann geht es weiter mit hier im Chat. 18:10 mit Ruth. Die Ruth. Okay, also. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen mit dem Meta und dem Stereo Trader. Wie kann ich Trendlinien, die ich eingezeichnet habe, wieder löschen? So, da kommt doch wenigstens mal jemand auf den Punkt. Also, wenn man halt eine Linie zeichnet, also unter Trendlinien versteht ja auch mancher irgendwie einfach diagonale Linien, einfach löschen. Also, das heißt, über die Entfernen-Taste oder hier über Rechtsklick und dann Delete bzw. löschen. Und wenn es nicht selektiert ist, mit Doppelklick drauf. Und wenn man halt irgendwie alle gleichzeitig selektieren möchte, gibt es hier bei Chart, User, hatten wir ja gerade auch den Knopf ja auch gehabt, und dort auf On mit Shift-Klick da drauf, dann sind alle selektiert, nochmal Shift-Klick sind alle deselektiert. Das heißt, wenn ich alle selektiere und dann halt als Beispiel die Entfernen-Taste drücke und dann sind anschließend auch alle weg. Okay. Um Analysen zu speichern, schreibt der Timo auch gerade hier, da gibt es auch keine Probleme mit dem ST. Okay, ja. Also das noch als Ergänzung zu vorhin. So, und dann fragt hier der Johannes um 18:16, kann ich irgendwie die Pivotpunkte berechnen, so einstellen, dass nur die Kurse im DAX bis 22 Uhr berücksichtigt werden? Schreibt aber hier auch, er hätte schon die Profileinstellungen getestet. Das sollte aber eigentlich genau das bewirken, ne? Das heißt also, wenn man halt hier ja dann als Beispiel sagt, ich hätte gerne nur irgendwie das Profil von 8 Uhr bis um 20 Uhr und dann sollten auch die Pivotpunkte und so weiter dann auch darauf basieren. Kann man gerade mal gucken, ob es geht. Nicht, dass sich da in der letzten Version irgendwas eingeschlichen hat. So, machen wir den, kann man ja mal kurz markieren. Vortag, Support, viel supportet heute. Und da müsste ja auch irgendwo noch ein Main Pivot sein, da ist er. Kann man kurz mal machen und dann mal gucken. Also wie gesagt, kann immer mal sein, dass sich halt mal irgendwas einschleicht. Aber das vom Prinzip her ist das richtig so, dass man halt einfach nur hier die Profildaten anpasst. Und dann sollte das eigentlich auch damit getan sein. Nee, aber hier irgendwie komischerweise jetzt nicht. Aber grundsätzlich ist das der Weg. Das mu muss ich mir angucken, warum das jetzt irgendwie nicht so ist, weil das ist ja eigentlich genau eins von den entscheidenden Features, also bei der Indikation, bei der Darstellung, so dass das halt eigentlich natürlich dann auch passen sollte. Komm, komm, Zeiteinheit ändert hier nichts. Nee.
Also wäre natürlich jetzt ein großer Zufall, wenn das jetzt die genau die gleichen Kurse wären an der Stelle und das jetzt halt hier zur exakten Darstellung führt, aber muss ich mir angucken. Also die Herangehensweise ist auf jeden Fall richtig, aber werde ich mir mal notieren und ist mir bis jetzt nämlich nicht aufgefallen. Gibt es gute Indikatoren für Scalping? Also Scalping ist ja immer so die Definition. Also ich meine, man kann ja alles Mögliche scalpen, ne? Man kann ja halt irgendwie, weiß ich nicht, halt Moving Averages scalpen, ja, wer das irgendwie mag, oder halt Volumenprofil. Und es ist auch immer eine Frage der Zeiteinheit. Von daher ist es ja jetzt nicht so, dass es da halt irgendwo die Nonplusultra eierlegende Wollmilchsau-Lösung gibt für Scalper. Und von daher, also es gibt haufenweise, ne? Also was mir auf Anhieb einfällt, ist natürlich halt, klar, das Live-Chart, was ich hier halt auch anbiete, was ja mit dem Blog zusammenhängt. Und auf der anderen Seite aber eben halt auch vom Timo zum Beispiel halt die ganze Geschichte mit den Außenstäben, die man halt scalpen kann. Und die einfachste Indikation für Scalping ist halt der Candlestick-Chart, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier als Beispiel Short scalpen möchte, das ist ja halt letzten Endes auch eine Indikation, die ich halt habe, ja, und an Hochs und Tiefs von langen Kerzen. Also deswegen ist das so ein bisschen schwierig, dann halt zu sagen, ja, so irgendwie, wir müssen halt irgendwie da halt, also es gibt einen Scalping-Indikator so per se in der Form halt nicht, ne? Also das ist halt wirklich absolute Geschmackssache. So, lässt sich die eigene erworbene ST-Lizenz gehört hier nicht hin, ne? Nelson. Ja. 18, ne? Ja. Ja. Gehört hier nicht hin, lieber Uwe. Da sind wir hier beim falschen Veranstalter, sozusagen. Da lieber einfach mal eine Mail schreiben, dann kann ich das gerne beantworten. Gut. Der Nelson ist so still. Ja, ich warte, ob noch weitere Fragen kommen oder ob die Teilnehmer dir heute einen frühen Feierabend wünschen. Ja, das hätte ich jetzt so wahnsinnig viel nicht dagegen. Dann könnte ich nämlich hier noch was machen, was ich gerade unterbrechen musste. Aber alles gut. Dafür bin ich ja da. Also, nutzen Sie die Gelegenheit und stellen entsprechend SEO-Trader Fragen. Aber nicht übertreiben mit der Gelegenheit. Ja, in der Vergangenheit war es ja dann so, dass dann auf einmal Ja, sehr, dass sehr wir viele einfach Fragen sehr kamen. überzogen haben, ne? Wir warten noch ein paar Minuten. Ansonsten war es heute mal ein kurzes Webinar. Ja, warum nicht? Da ist noch eine Frage bezüglich Skype-Agent von dir. Ja, da habe ich nur leider das Problem, dass ich den gerade überhaupt nicht präsentieren kann hier in meiner Umgebung. Also generell ist der Skype-Agent dafür da. Also ich kann ihn nicht mal aufmachen hier, leider. Also das tut mir echt leid. Glaube ich mal. Moment mal, ich versuche es mal. Aber ich fürchte, dass. Ah doch, da ist er doch. Dann ist der noch nicht mit der neuen Version kompiliert, das ist gut. Der Skype-Agent generell, wie er halt hier schon steht, also was der halt macht, ist halt hauptsächlich Action Next Bar. Das heißt also, wenn ich als Beispiel sage, irgendwie, ich bin im 2-Minuten-Chart, M2 habe ich den noch nie probiert, stelle ich gerade fest. Und habe den hier bei Auto Trading dann drin. Ne? Das heißt, das muss ich natürlich dann aktivieren. Und da kann ich halt zum Beispiel sagen, ja gut, wenn die nächste 2-Minuten-Kerze kommt, dann wird gekauft. Und zwar auf den ersten Tick mit der 2-Minuten-Kerze. Also das halt so generell das, was man machen kann, das ist halt zum, wenn man also scalpt und dann halt irgendwie Impulse-Trading halt machen will, wobei dann halt hier Short die bessere Richtung wäre, ne? Hat man jetzt gesehen, da macht er halt direkt mit dem ersten Tick, macht er halt
entsprechend dann halt eine Position auf. Wie gesagt, Short wäre richtiger gewesen. War ich jetzt gerade ein bisschen langsam, aber vom Prinzip her ist es halt das, ne? Also weil man ja ganz oft sieht, wenn man halt so eine Bewegung hat, wie jetzt gerade, ne, die nach unten abschließt, und dann hat man sehr, sehr oft danach noch eine Impulsbewegung sofort hinterher. Und sowas kann man bei dem halt zum Beispiel machen. Und genauso halt hier, also entweder kaufen oder verkaufen auf der nächsten Kerze oder halt eben Counter, das heißt also genau in die entgegengesetzte Richtung von dem, was die Kerze gemacht hat, oder mit der nächsten Kerze schließen oder halt entsprechend den Trading Stop anwerfen. Und bei solchen Märkten, wie wir sie halt heute haben, wo es halt irgendwie doch recht impulsiv in eine Richtung halt geht, kann man damit halt eigentlich recht einfach, außer ne, man macht es jetzt irgendwie genau falsch rum, jetzt wie ich hier gerade, relativ einfach und schnell halt auch ein paar Punkte eigentlich ganz gut eintüten. Also kann man irgendwie nochmal versuchen. Machen wir hier mal die Zeit an. Dauert jetzt noch ein paar Sekunden. Und wo man dann halt entsprechend dann halt, wie gesagt, bei großer Vola ist das halt eigentlich wirklich sehr, sehr einfach zu machen. So, jetzt mal gucken, was haben wir? 18:30. Ja, da würde ich auch eher schon eigentlich fast wieder tippen. Da kommt ein Impuls in die andere Richtung. Ich gehe mal lieber Short. Und dann mal gucken, was da passiert. Also, dass man es halt eben nochmal sieht. Also, das kann man zum Beispiel halt damit recht gut machen. So, komm jetzt. Ja, weil jetzt halt hier, ich sehe zwar jetzt hier nur den 2-Minuten-Chart, aber das ist ja auch der 15 Minuten ganz genauso. Ja, und hier sieht man es halt. Ja, so kann man halt Impulse relativ einfach einfangen und dann halt eben scalpen. Ne? Dafür heißt ja auch Scalp Agent. Ja, also dafür ist es halt wirklich schon richtig gut. Wie gesagt, geht aber dann halt wirklich nur so in Märkten wie heute, muss man halt auch schnell sein, ne? Und sollte jetzt hier dann auch bei solchen Geschichten jetzt keine Wunder erwarten, ne? Aber man sieht es ja, man hat relativ einfach, ne? 10 Punkte da halt in eine Richtung, man ist sogar noch ein paar mehr hier und dafür ist es halt hauptsächlich gedacht. Okay, der Andreas gucken, da war da noch was vom. Ne, den SL zieht ja nicht automatisch nach, ne, sondern je nachdem, was man da halt eingestellt hat. Was man aber halt auch, also übrigens auch jetzt auch nochmal hier beim Skype Agent kurz zu bleiben, ist, wenn man also wirklich so eine Taktung halt gefunden hat im Markt, zum Beispiel irgendwie nach 5 Minuten oder 15 Minuten und da kann man eigentlich ganz gut damit gehen und hat dann halt auch entsprechend die Korrekturperioden eigentlich ganz gut im Griff. Also zum Beispiel hier jetzt, mal angenommen, das ist jetzt hier so ein Zweier-Rhythmus und dann hat man ja oft, gerade wenn er hier irgendwie angefangen hat, dann im letzten Stück von so einer Kerze, dann halt nicht mehr weiterzukommen, dass man dann relativ schnell eine Gegenbewegung hat, ne, da war sie gerade schon. Und das könnte jetzt schon funktionieren, dass wir da jetzt halt jetzt hier im Impuls ganz gut in die andere Richtung jetzt da halt auch reinkommen. Können wir gerade nochmal irgendwie machen. 5 Sekunden. Ja. Ja, wäre natürlich jetzt besser gewesen, der hätte unten gestanden. Aber ist ja halt, wie gesagt, damit darf man gerne mal ein bisschen rumexperimentieren. Die besten Erfahrungen habe ich wirklich gemacht. Dann irgendwie so zum Abschluss 15 Minuten Kerze oder halt eben auch Stundenkerze, wenn man einfach nochmal in die Richtung da halt gehen will. Ne? Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. So, dann der Andreas mit dem MT5, ja. Version MT5 vom November und StereoTrader 2654, das müsste die Version hier sein. Das ist eigentlich eine sehr, sehr stabile Kombination, ja, wenn er hier gerade schreibt, irgendwie, dass der ST da halt irgendwie allerdings seit einigen Tagen, also da wäre ja dann eher mal die Frage, was hat sich da vor ein paar Tagen geändert, weil der StereoTrader war es ja nicht und die Version vom MetaTrader ja auch nicht. Ne?
Also von daher, das ist ja auch die Version, wo wir sagen, so wenn halt irgendjemand Probleme hat mit dem MetaTrader, und dann wäre es halt schon gut, wenn man halt irgendwie auf diese November, ist das die November-Version? Timo, du bist ja gerade da, auf die wir da halt gehen, oder ist das eine andere? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Könnte natürlich auch eine andere sein. Was habe ich denn hier eigentlich drauf? Mal gucken. Ah ne, da kommt wieder ein falsches Logo. Da ist der Nelson böse. Aber ich glaube, die ist ein bisschen neuer. Die könnte auch vom Februar sein. Ja, sagt auch 2715. Naja, also wie gesagt, ist die stabilste Kombi eigentlich. Von daher weiß ich jetzt nicht, was ich da auf Anhieb zu sagen soll. Da brauche ich, glaube ich, schon mal ein paar mehr Details dann halt irgendwie. Oder wie gesagt, wirklich mal genau nachgucken. Was ist, weil es ist ja seit ein paar Tagen, ne? Also wäre es ja generell irgendwie so ein Versionsding. Und dann wäre es ja vorher auch schon da gewesen. Daher ist es ein bisschen schwierig dann natürlich, ne? Okay. Kann ich alle Indikatoren vom MetaTrader 5 benutzen? Fragt der Daniel um 18:28. Ja. Grundsätzlich ja. Also alles, was original dabei ist, sollte eigentlich funktionieren. Ich wüsste jetzt nicht, was da, warum auch immer dann nicht funktionieren sollte. Also gibt es jetzt irgendwie wenig Berührungsängste eigentlich. Außer natürlich dann irgendwelche EAs, ne? Das muss natürlich dann klar nicht sein. Gut. So, damit wären wir wieder am Ende. Nicht ganz, da ist noch Stefan. Nein, oh. 18:32. Ah, okay. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Genau die gleiche Frage. Also die Genau, konnten wir auf jeden Fall schon. wir hatten das Thema definitiv. Ja, Und ne? ich denke mal, es geht vielleicht mehr darum, ob es da diesbezüglich neue Infos von dir kommt. Oder Nee, noch Antwort nicht. Also. neu. Nee, noch keine neue Info dazu. Aber das war doch, das konnte ich auch nicht nachvollziehen, ne? Das habe ich hier auch versucht nachzubauen. Ja, also weil diese Ja, ganze Geschichte, genau. ne, als so irgendwie Vorlagen, als Standard, das ist komplett eine überarbeitete Geschichte. Ja, also was man ja halt hier irgendwie da halt, das sieht in der nächsten Version alles ein bisschen anders aus, sind dann auch 4 Punkte und nicht mehr drei, und die ganzen Einstellungen, das ist halt, wie gesagt, das ist ohnehin komplett überarbeitet. Von daher macht das an der Stelle jetzt erstmal wenig Sinn. Dann Ich will mir hören. 18:34 Uhr, genau. Ja, sehe ich gerade. Moment mal. Dass das an der Stelle bleiben würde, wo ich es hinschiebe. Kann man doch eigentlich auch einstellen, ne? Also ich guck jetzt mal, bei mir ist dann der Publisher, aber ist ja vom Prinzip das gleiche. Also, das Traders Cup Club Live-Dingen. Das heißt, wenn es bleiben würde, wo man es hinschiebt. Also grundsätzlich ist es ja hier angedockt, ne? Das ist ja halt das Ding, um das anzudocken. So, und wenn man das halt dann irgendwo wegschiebt und ich den Chart verändere, dann wird es wahrscheinlich, passiert erstmal nichts. Aber irgendwann replatziert sich das wieder. Was man aber ganz einfach machen kann, ist, man kann, wenn man das jetzt irgendwo hinschiebt, ja, jetzt sage ich mal hier unten, oder weiß der Geier, und wenn ich dann, das ist jetzt Control, nee, Shift, so, wenn ich das mit Shift dann nochmal anklicke, und dann ist die Position festgedockt. Das heißt also auch, wenn ich es zumache, sieht man, bleibt dann halt auch der Abstand da bestehen. Und von daher, also ganz egal, wo ich es hinschiebe, ja, auch da oben in die Ecke, mit Shift einmal hier auf den auf Pin, und dann bleibt es dann auch dort. Ja, ist also vom Prinzip, ist der Chart in 4 Bereiche aufgeteilt: links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Und es bleibt nicht dauerhaft, es bleibt so lange, wie der Chart auf ist. Ja, ja klar, logisch, bleibt bis zum nächsten Öffnen des Charts. Das hat schon seine Richtigkeit. Ja.
Hast du Handwerker bei dir, oder? Ich bringe die irgendwann um, ne? Ich habe da unten, ey, das ist eine Frauen-WG, ja? Das sind irgendwie 5 Mädels. Ich habe in meinem Leben noch nie jemand Na, so viel bevor du zu angehört. Ende sprichst, überleg noch mal, ob das Was? alles politisch korrekt wird, was du jetzt sagst. Das ist mir egal, ganz ehrlich. Ich habe in meinem Leben noch nie jemand so viel hämmern gehört wie diese 5 Weiber da unten, ne? Ich weiß nicht, was die treiben. Und ich habe denen auch schon oft gesagt, ey Mädels, ne, ganz echt, wenn ihr hier das Haus abreißt, dann sagt vorher Bescheid, weil ich auch mal Webinare habe oder Videoaufzeichnungen oder sonst irgendwas. Ne. Es ist unglaublich. Es vergeht so gut wie kein Tag, wo du kein Hämmern hörst. So, von daher. 18:38 Uhr, Kurt, bevor du hier noch irgendwas falsches sagst. Ja, du brauchst keine Angst haben. Ich bin auch garantiert politisch unkorrekt. Ja, ja, guck mal hier, dann kommen noch die richtigen Antworten. Die kannst du alle vorlesen, was jetzt reinkommt. Das ist hier schon übersetzt. Ja, ist auf jeden Fall, es ist sehr abenteuerlich. Weiß ich nicht, was die da mit dem Rätsel. Gut. Wenn ich über Hund. Jetzt nur nichts gesagt, Nelson. Guck mal, jetzt kann man hier immer mehr fragen. Wenn ich über horizontale Linie zeichne, eine Linie zeichne, wird automatisch links über der Linie, Mann, das sind dreimal Linien in einem Satz, ein Preislevel angezeigt. Wie kann ich über Trendlinie zeichnen? Ist das mit Trendlinie gemeint? Das gleiche irgendwie machen. Also vermutlich so, oder? Ja, also Alt-Taste gedrückt halten. Ja, also wenn man den rechten Anfasser, wie auch immer das Ding da heißt, bewegt, Alt-Taste gedrückt halten und dann kommt links. Dann stellt sich das Ding halt horizontal und dann kommt links entsprechend die Anzeige. Gut. Was ist mit Algo-Trading möglich? Alles, was man programmiert im Stereo-Trader, also das ist halt hier die Auto-Trading-Geschichte, weil ich weiß nicht, ob das jetzt damit gemeint ist, die landen dann halt alle nachher hier drin, als sogenannte SEAs, also Stereo-Trader-EAs. Und mit denen kann man dann halt auch automatisch handeln. Gut. Genau. So, ich würde sagen, dann warten wir noch eine Minute. Wenn da noch eine Frage reinkommt, dann sehr, sehr gerne. Oder wenn weitere Fragen reinkommen. Ansonsten wollen wir das natürlich jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Außer der Dirk erzählt uns noch ein bisschen was von seinen Nachbarn. Ja, er will es ja nicht. Hast ja Angst, wenn ich anfange zu erzählen. Kommst ja wieder. Ja, gut. Ja. Müssen Also wir. der Markt, meine Güte, ne? Ich hatte ja irgendwie noch, ich hatte ja am Wochenende ein Video gemacht, dann hat mir irgendwie gesagt, sind so schlappe 1000 bis Punkte bis darunter. Es fehlen noch 100, dann sind die 1000 komplett. Das ist echt krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass an einem Tag so komplett hier wegrutscht. Schon recht ordentlich auf jeden Fall. Guckst mal einer die Tageskerze hier an. Hört gar nicht mehr auf. Ja, geht die Wohler mal wieder ein bisschen hoch, ne? Das hier sieht irgendwie ganz schön ungesund aus, was der Markt da treibt. Meine Güte. ATR Bracket gehört wahrscheinlich zu den Kandidaten, die jetzt hier nicht funktionieren. Aber generell, wie es ja da halt steht, ne? Es kann also über die ATR kann ich ja halt entsprechend und es fällt und es fällt. Ich weiß es wie gesagt nicht, ob es jetzt hier in meiner Umgebung anwendbar ist, weil das liegt nämlich auch auf der Baustellenliste. Wo ist denn das überhaupt? Da kann man mal gucken, ob das geht. Ja, jetzt wird gerade gebohrt da unten. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Hört ihr das auch? Das Das bohren gibt's jetzt doch nicht. nicht.
Ja, ich höre hier, das ist Ohren jetzt noch. Ja. Ich gehe da echt gleich runter und raste mal kurz aus. Das gibt's nicht, ne? Es ist wirklich jeden Tag, ne? Sogar sonntags, ne? Pünktlich irgendwie sonntags morgens geht irgendwelches Gehämmer los. Also kommst du echt verarscht vor. Aber wie gesagt, Mädels, ne? Man sollte ja eigentlich irgendwie endlich mal Frauen, die anpacken. Ja, ey, komm, die sollen woanders anpacken, aber nicht, wenn die hier eine Etage drunter wohnen. Also ATR-Brackets, ne? Sieht man da gerade, hat hier von selbst schon Orders gesetzt. Also generell ist die Idee hinterm ATR-Bracket, dass halt man halt anhand der Volatilität Orders automatisch platzieren lassen kann. Und das heißt, das hat er hier gerade gemacht. Das heißt, hier ist ATR 14 eingestellt. Ein ATR-Minimum von 5 Punkten will er haben, um überhaupt aktiv zu werden. Ja, hier so ein Glättungswert halt nochmal drin. Vom Prinzip her steht hier ja halt auch alles fast drin, ne? Distanz 1 ist der Faktor von der ATR. Das heißt, die Orders, die jetzt hier das Ding an der Stelle gesetzt hat, sind halt im Abstand von einer ATR von dem letzten Eröffnungskurs, Schlusskurs halt platziert, ne? Das war ja halt hier. Sieht man dann auch oberhalb, also das ist momentan die ATR, ATR 14 im M1. Und ne, also die Idee dahinter ist halt beim Übertreten von der ATR entsprechend halt den Ausbruch zu handeln. Ne? Das ist der Gedanke halt dahinter. So, und da habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man damit, na, sieht man, die platzieren sich auch immer selber, ne, immer sobald die jetzt eine neue Periode aufgemacht wird und wackeln die halt immer in der Gegend rum. Das heißt, würde hier jetzt bedeuten, sobald jetzt entsprechend halt über den Durchschnitt eine Bewegung kommt und dann würde man die dann halt einfangen können. Und am besten mal probieren solche Geschichten, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ingolf, jetzt wird es aber hier. Echt. Die Mädels wollen ihre Wohnung schön haben. Kannst du nur was lernen? Vielleicht sollte ich sie einfach mal hier in meiner Wohnung werken lassen, obwohl ich finde es ja eigentlich ganz schön. Also. Ja, also wenn man sich damit befassen will, am besten entweder Demo-Konto oder halt im MetaTrader 4 im Strategietester. Also für Ausbruchsgeschichten gar nicht so falsch. Und es gibt noch hier so ein Tick-Intervall, das heißt, genau, also das heißt, man kann sie halt auch mit dem laufenden Markt dann halt auch hin und her schieben lassen. Und alle 10 Ticks, ne, sieht man ja, also ist hier eingestellt 10, immer wenn 10 Ticks drin sind, springen die ganze Zeit halt auch hin und her. So kriegt man halt dann Ausbrüche, die halt außerhalb von der Zeit in der Kerze liegen. 10 ist natürlich bestimmt viel zu wenig, weil da wird man einfach nur nie gefüllt. Ja. Aber hier, die lag ja vorhin, glaube ich, hier oben, ne, das sieht man jetzt ja halt, jetzt, wir haben hier einen Übertritt von der ATR und da hätte man jetzt dann damit dann entsprechend auch den Ausbruch für ein paar Punkte einfangen können. Also, wovon ja gefragt wurde, gibt es Indikatoren für Scalping, also Indikatoren hier nicht am Start, aber wie man sieht, es gibt ein paar Tools, mit denen man sowas aber zumindest machen kann. Ne? Und Scalping, ich meine, in dem Kontext, da reden wir dann halt hier im Minutenchart von irgendwie 4, 5, 10 Punkten, beziehungsweise an der ATR gemessen, eine ATR von 1 als Beispiel. Und kann man dann natürlich schon verwenden. Ne? Also hier sieht man ja so gerade irgendwie 17 Punkte ist die durchschnittliche M1 lang, was natürlich auch echt heftig ist schon. 17 Punkte. Und das heißt also, sobald ich dann halt hier drüber gehe, kann ich dann halt irgendwie auch versuchen, ungefähr die Strecke dann entsprechend halt auch einzufangen. Ne? Das wird man jetzt vielleicht sehen. Wenn wir jetzt hier drüber gehen, gespannt. Hier geht es ja irgendwie nur noch in eine Richtung im DAO. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir da irgendwie noch einen Fill. Das gerade hat sich nochmal bewegt.
Das heißt, man sieht aber hier dann auch ganz nett, das fällt dann halt schon auf, ne, dass die Grenzen von der ATR halt tatsächlich ganz recht oft, recht genau auch eingehalten werden. Und wie man ja hier gerade sieht, ne, wo jetzt die Order dann halt sitzt. Und ich bin mal gespannt, wenn es jetzt nochmal einen Schub nach unten geht. Und dann geht ihr wahrscheinlich dann halt auch entsprechend so bis hier hin ungefähr, also die 17 Punkte. Genau hier wären sie. Mal sehen, vielleicht kriegen wir sowas ja noch zu sehen. Ja, Gut. dann glaube ich, haben wir es geschafft. Ja. Keine weiteren Fragen. Und dich sehen wir und hören wir auch schon nächste Woche. Ansonsten vielleicht ein Gastartikel bei Schöner Wohnen oder so. Ja, genau. Also an der Stelle natürlich vielen, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Selbstverständlich auch für die Fragen. Wie gesagt, auch gerne vorab per E-Mail schicken. Und ich wünsche noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, eine Woche für alle, die jetzt beteiligt sind. Glück auf, falls ihr da die Sachen mit dem Unwetter hatten. Drücke ich natürlich allen die Daumen. Und ja, lieber Dirk, auch dir natürlich vielen Dank. Schönen Abend und du hast heute mal ausnahmsweise das Schlusswort. Aha, so. Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Sorry, wenn wir hier am Anfang so ein bisschen, oder ich speziell halt so ein bisschen noch die Sachen zusammensuchen musste. Ich war vorher leider ein bisschen aufgehalten worden, von daher hier so ein bisschen am Anfang etwas abgelenkt. Aber wir haben es ja gefunden. Aber wie immer schön, dass ihr alle da wart und ein paar Fragen hier auch reingestellt habt. Ich hoffe, wir konnten so ein paar zumindest zufriedenstellend beantworten, dem einen oder anderen helfen oder vielleicht halt eben auch hier mit den Tools wie gerade halt auch mal vielleicht was Neues, Interessantes eben auch zeigen. Gut, sage ich an der Stelle auch, wünsche euch einen schönen Abend, freue mich aufs nächste Mal, danke auch an den Nelson und das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf, bis dann.